Jahrzehnte begeistert der Pianist Michael Pellier sein Publikum. Zuletzt stand er mit der Originalband von Wilhelm Lieb auf der Wiener Neudorfer Bühne und machte seine Beinamen Boogie-Boogie-Meister alle Ehre. Erstens einmal eine wunderbare Atmosphäre, ein wunderbar großer Saal, wo viele Menschen reingehen. Und vor allem das Schöne ist, dass heute getanzt werden darf und wir das hier mit Tischen gelöst haben und auch über 400 Besucher heute haben und Gott sei Dank ausverkauft sind. Alle Jahre einmal die Belege kommen, sind in Niederösterreich zu haben und heuer ist es wieder Wiener Neudorf. Und ich danke natürlich auch den Bürgermeister, den Veranstaltern und als Organisator macht mir das natürlich hier sehr Spaß, da auch mitzumachen. Bei den Musikern, bei den Comets, ja, die sind natürlich alle ganz etwas Besonderes, also jeder einzelne von denen, Schlagzeuger ist bereits 86, also die haben schon Musikgeschichte geschrieben, diese Herren, und es ist natürlich eine große Ehre, mit solchen Musikern auf einer Bühne zu stehen. Ja, das ist wirklich umgerechnet die älteste Band, die es eigentlich am Globus gibt. Die Band wurde rund 1948 eigentlich gegründet. Gibt es länger als die Rolling Stones und alle miteinander. Und bis zu Bill Haleys Tod haben die eigentlich sehr viel miteinander musiziert. Und nachdem Bill Haley gestorben ist, 81, haben sie sich 1989 wieder vereint und sind jetzt seit über 20 Jahren wieder auf Tournee. Und das ist das Interessante. Der Rock'n'Roll ist die Musik dieses Jahrhunderts. Also neben der Jazzmusik, die also des vergangenen Jahrhunderts, das ist die Musik des 20. Jahrhunderts. Begonnen hat mit der Jazzmusik, mit der traditionellen, dann der Boogie Woogie natürlich in den 30er Jahren und dann in den 50er Jahren kam dann der Rock'n'Roll und das war eigentlich, hat sich bis heute gehalten, das ist eine zeitlose Musik. Es ist zum Tanzen, es ist eine Tanzmusik, es ist beschwingend und macht Spaß, hat einen Rhythmus und ohne Rock'n'Roll gibt es keine Bill Haley und keine Elvis Presley.